meine Idee, die fünf Elemente Energiemaschine. Licht, Sonnenlicht, wird umgewandelt von einem Kollektor zu elektrischer Energie. Diese Energie betreibt eine Wasserpumpe. Diese holt das Wasser aus dem großen Auffangbecken, wo es das Wasser, das Auffangbecken erhält das Wasser aus diesen Bechern, die sich so drehen und dann das Wasser hier rein befördern. Das heißt, die Pumpe holt das Wasser hier nach oben und pumpt es in diese Becher. Die sind in einem Rad, in einem Energierad befestigt, so dass sie sich durch die Wasserkraft nach unten bewegen, hier in dem Punkt. Am Unterboden des Bechers ist ein Magnet, der wird durch diesen großen Magneten angezogen. Auf der anderen Seite ist an der Oberseite ein anderer Magnet, ein Antimagnet. Er wird von dem großen Antimagneten abgestoßen. Hier ist die Bewegung. Dazu kommt dann noch die Windkraft, Faktor Luft. Das heißt, der große Windauffangkanal wird automatisch immer so gedreht in die Windrichtung, aus der eben die Luft kommt. Hier wird er aufgefangen. Der Kanal verjüngt sich und im Kanal sind Rinnen hineingefräst, die sich rechtsdrehend nach unten auch verjüngen. Das heißt, oben sind es große Rinnen, unten sind es feinere Rinnen, so dass durch diesen Schacht erstmal eine Verjüngung des Windes und zweitens eine Verwirbelung stattfindet. Das ist der höchste Grad an Dynamisierungsfaktor, so dass hier ein sehr starker Luftstrom auch gleichzeitig mit dem Wasser auf diese Becher drückt. Es wird eine sehr große Beschleunigung erreicht, die praktisch ein Perpetuum mobile darstellt. Wenn das Rad sich zu schnell drehen sollte, ist hier ein Drehzahlbeschränker drin, der die überflüssige Energie durch Bremsung umwandelt in elektrische Energie, ähnlich wie ein Hybridauto. Das heißt, diese abgebremste Energie wird auch wieder dem Gesamtsystem als Energieoutput zugeführt. So entsteht eine Zusammenführung der verschiedenen Energieformen des Planeten Erde. Und diese Energiemaschine ist so effizient nach meinem Kalkül, dass entweder eine kleine Maschine im Garten Strom erzeugen kann oder auch große Anlagen, zum Beispiel an der Ostsee oder an Stellen, wo halt viel Wind weht und immer etwas Wasser zur Verfügung kommt. Aber das Wasser hat nur den Verlustfaktor von Verdunstung, sonst eigentlich nicht. Das heißt, es muss noch ein bisschen Wasser dazukommen. Das ist aber der einzige Energieaufwand. Das bedeutet, dass in meinem Kalkül diese Maschinen, die primitiven Windkrafträder und auch die relativ einfachen Sonnenkollektoren Schritt für Schritt verdrängen und ersetzen wird. Ich erhebe kein Copyright oder Ansprüche auf mein Modell. Jeder, der Lust hat, das zu verbreiten oder in kleiner Form im Garten oder in großer Form an der Ostsee zu bauen, darf das machen. Ich würde mich freuen, wenn ich dadurch einen kleinen Beitrag zur Sanierung der Erde leisten konnte.